Mir gefällt das Hermann-Hollerith-Zentrum besonders deswegen, weil es sich um zeitgemäße Themen kümmert. Vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule in Reutlingen und der Universität Stuttgart. Das ist ein sehr gutes Gemeinschaftspaket und verspricht, viel Erfolg zu haben in den nächsten Jahren. Also ich muss natürlich sagen, auf jeden Fall unterstütze ich das. Also ich wäre ja sonst kein Praktiker. Aber man muss wissen, dass die Technologien, mit denen wir es zu tun haben im Bereich der ITK-Branche, sehr schnell veränderlich sind. Und dadurch verändern sich auch die Geschäftsmodelle der Wirtschaft und auch des öffentlichen Bereiches, im Bereich der Verwaltung. Und hier die entsprechende Ausbildung anzubieten, das ist Inhalt des Hermann-Hollerith-Zentrums, Stichwort Service Computing. Hier kommen die Dinge zum Tragen, wie Web-Services, Service-Architekturen und dergleichen mehr. Und das ist wichtig, dass Informatiker, Informatikstudenten sich zeitnah mit diesen Themen beschäftigen und die dann später in die Wirtschaft bringen. Das ist ganz einfach, weil Unternehmen wie HP bedienen ja Kunden im Markt, im europäischen, auch im deutschen Markt. Und wir bringen nicht nur die Technologien und die Dienstleistungen, die ich gerade vorher genannt hatte, sondern wir müssen uns auch mit den Geschäftsmodellen und den Veränderungen bei unseren Kunden auseinandersetzen, sodass die Kunden mit ihren Unternehmungen erfolgreich bleiben in dieser sehr schnell veränderlichen Welt. Und dazu brauchen wir Mitarbeiter, die die modernen Technologien in Bezug auf diese neuen Geschäftsmodelle, die neuen Lösungen für diese Unternehmen kennen. Und das muss man eben zeitnah erfahren haben und das macht das Hermann-Hollerith-Zentrum.